Willkommen zurück auf meinem Kanal. Wir sind wieder unterwegs. Ein neues Campingabenteuer im Schnee. Ihr seid mit dabei. Wir waren hier schon mal. Das ist der McRae Lake. Ich habe dazu schon mal ein Video gepostet. Das seht ihr jetzt hier irgendwo. Diesmal sind wir hier im Schnee, was die Sache noch ein bisschen aufregender macht. Ihr könnt ja gerne mitkommen und gucken, wie wir uns hier schlagen. Wir müssen echt aufpassen, dass wir hier nicht runterrutschen, weil alles so vereist ist, man erkennt den Weg noch nicht mal richtig. Ich bin gespannt, wann wir ein Camp finden. Die Herausforderung ist, genug Feuerholz in der Nähe zu haben. Wenn wir genug Feuerholz da haben und ein bisschen Platz und zwei Bäume für eine Hängematte, haben wir mehr als wir brauchen. Da ist ein Eichhörnchen. Ich glaube, wir sind da. Ich glaube, wir sind ganz nah. Irgendwo da, oder? Ja. Ja, genau. Das können wir auf jeden Fall machen, aber ich sehe da nicht so viel Totholz. Sehr mehr Tannenwald. Vielleicht müssen wir ein bisschen weiter. Ja, schauen wir mal. Aber da ist auf jeden Fall ein perfekter Spot. Den sehe ich von hier. Den sehe ich von hier auch schon. Wir sind gerade an der Aussichtsplattform vorbei. Und jetzt gehen wir wieder durch den Wald. Oh nein! Und wir sinken wieder. Aber unsere Campsite sollte nicht mehr weit sein. Wir haben gerade ein bisschen geguckt. Vom Felsen oben, wo wir hingehen könnten. Haben ein bisschen was gefunden. Schauen wir mal, wie es von nahen aussieht. Ich halte euch auf dem Laufenden. Da wollen wir campen. Wir müssen nur über den gefrorenen See. Das ist jetzt unsere Challenge. Wir müssen einmal von hier nach da. Oh, dieses Mal knackt er aber komisch. Ist nicht so gut. Er knackt mir aber ein bisschen zu viel. Aber wir sind da. Das wird unser Camp. Perfekt. Ich zeige euch mal unsere Aussicht vom Camp. Der See ist fast am Town. Da hinten ist unser Camp. Wunderschön. Mitten auf dem eingefrorenen See. Okay. Lass uns das Camp aufbauen. Wir suchen jetzt ein bisschen Feuerholz. Hier hinten ist genug. Aber das liegt alles auf dem Boden, das traue ich nicht. Welchen nehmen wir denn? Wir nehmen direkt den hier. Oh! Holy moly! It was it! Jetzt weißt du nur, warum die nur 3 Dollar kostet. Ja. So, das war die Arbeit für heute. Ab jetzt kommt das Vergnügen. Es war ein langer Tag,
Wir haben sehr viel Holz gespalten. Wir wollen 2 Tage mit dem Holz auskommen. Ich hoffe, das reicht. Ich zeige euch erstmal, wie es aussieht. Hier sind so die Feuerstelle. Da haben wir uns ein bisschen reingegraben. Da ist ein schöner Ast. Da ist sehr viel bearbeitetes Feuerholz. Da ist sehr viel gesammeltes Feuerholz. Das Feuer fängt schon gut an zu brennen, glaube ich. Mein Zelt. Heute schlafe ich noch alleine im Zelt. Die Küche. Eine Hängematte. Da bin ich gespannt bei dem Wetter in der Hängematte. 2 Bierdosen. Hoffentlich genug Feuerholz. Und ein wunderschöner Sonnenuntergang. Das sieht man nicht auf der Kamera. Aber es ist echt toll. Schade. Aber ja, es war ein anstrengender, aber erfolgreicher Tag. Welcome to Winter Camping. Ja, minus 5 Grad. Ja, hier ist mein Handy. Gerade noch ein paar Sternbilder gemacht. Werdet ihr gleich sehen. Es ist mitten in der Nacht. 12 Uhr, glaube ich. Wir haben noch Feuer. Aber es ist auf jeden Fall Zeit, ins Bett zu gehen. Es ist richtig kalt. Um die minus 5 Grad. Wenn man zu lange vom Feuer weg ist, wird es anstrengend. Ach so, eine Sache noch, die ich vergessen habe. Bevor wir schlafen gehen können, müssen wir unser Essen wegpacken. Dafür haben wir schon irgendwo hier eine Leine angebracht. Genau, da ist sie. Seht ihr sie? Die hängt an dem Ast da oben. Hier haben wir heute Mittag schon angebracht. Da machen wir jetzt das Essen dran und dann wird das da oben aufgehangen, damit da keine Tiere dran kommen können. Natürlich auch weit vom Camp. Das Camp sieht man von hier aus nicht. Falls irgendwelche Tiere vom Essen angelockt werden, kommen die nicht dran. Das ist wichtig, wegen Bären. Es gibt hier garantiert Bären. Also müssen wir aufpassen. Alles klar, lass mich das Foodbag dran machen. Ich habe jetzt mein Tripod nicht dabei. Ich zeige euch, wie das gleich da hängt. Weit genug vom Baum weg, dass man auch nicht mit Klettern da dran kommen kann. Auch nicht direkt am Ast da oben. Das ist jetzt, wenn man am Ast da oben ist, Waschbär, kommt man da nicht dran. Und locker, keine Ahnung, 6 Meter vom Boden. Mehr als genug. Guten Morgen. Ja, wir kochen uns jetzt erstmal Kaffee. Dann kann der Tag beginnen. Da ist ein Raven. Da ist ein Rabe. Ja, mein kleiner Schneesturm. Kleiner Whiteout. Dann kann ich weit gucken. Und es hört nicht auf zu schneien. Momentan bin ich wieder alleine. Aber ich warte auf Gesellschaft. Das sollte gleich da sein. Das ist mein kleines Setup. Da taue ich das Wasser auf. Hier taue ich auch ein bisschen Wasser auf. Da wird gerade ein bisschen Wasser abgekocht, was ich gerade gesammelt habe. Wir haben genug Feuerholz da. Der Wind und der Schnee werden immer mehr. Das ist zu viel. Das wird gleich bestimmt ein bisschen besser. Die Eisplatten knacken unter einem die ganze Zeit beim Hiken. Und es ist kalt. Mein Bart friert die ganze Zeit. Aber es ist nice. Es ist eine schöne Gegend. Schöner Wald. Das ist der See, auf dem wir gestern waren. Letztes Mal, als wir hier waren, war auch alles gefroren, aber es lag kein Schnee. Könnt ihr im letzten Video sehen. Diesmal ist es was ganz anderes mit Schnee. Weil das so eine Art Sumpfgebiet hier ist. Es gibt so viele große Pfützen, wo man reinfallen kann. Und die Eisdecke ist mittlerweile nicht mehr so dick und bricht an einigen Stellen. Schon ganz schön ärgerlich. Gleich sind wir schon wieder im Camp. Es wird weniger mit dem Regen. Unsere Sachen sind komplett nass. Wir haben ja schon lange gebraucht mit der Wanderung. Wir sind auch über den See gelaufen, über den gefrorenen. War aber verrückt auf jeden Fall auf dem Weg. Deswegen haben wir uns dann direkt ins Zelt verkrochen
uns umgezogen, die Klamotten aufgehangen, so gut es ging zumindest, hier im Zelt verteilt. Und ja, jetzt gleich gibt es erstmal was zu essen. Es gibt Grünkohl mit Püree und ein paar Würstchen drin. Das wird lecker, ich habe schon Bock drauf. Ja, und ansonsten geht heute nicht mehr viel. Es soll gleich anfangen zu schneien, und zwar richtig. So wie heute Morgen auch. Also denke ich, ich mache es mir hier gemütlich. Ich denke, wir kochen auch direkt hier am Zelt. Brauchen wir nicht rauszugehen, nochmal nass zu werden. Und dann geht's in die Haie. Dann sehen wir uns morgen früh wieder. Es gibt lecker Essen im Zelt, aus dem Zelt. Es riecht schon mal lecker. Sieht lecker aus. Dann wird es bestimmt auch lecker schmecken. Bon Appetit. Lecker Grünkohl mit Püree. Grünkohl mit Cracker. Mit Cracker. Zeit schlafen zu gehen. Wir haben gegessen. Es war ein sehr, sehr langer Tag. In diesem Sinne würde ich sagen, gute Nacht. Ich bin gerade wach geworden. Die Sonne ist schon auf. Es hat die ganze Nacht geschneit und geregnet. Es ist immer noch alles klitschnass, was wir haben. Gott sei Dank sind die Klamotten, die wir anhaben, nicht so nass. Bringt auf jeden Fall immer Schlafklamotten mit. Eine komplette Lage. Socken, eine Hose, ein Oberteil, irgendwas Trockenes, Frisches, worin ihr schlafen könnt. Und ansonsten packen wir jetzt ein und gehen auch direkt wieder. Vielleicht müssen wir über diesen See, um wieder zurückzukommen. Ah, wir sind aus dem Zelt raus. Jetzt wird eingepackt. Die Rucksäcke sind hier. Jetzt müssen wir nur eben alles einpacken und dann geht's ab nach Hause. Langen Wanderweg vor uns. Wir müssen gleich über den See da vorne. Warte, zeige ich euch mal. Erst zeige ich euch die Temperatur. Schauen wir mal. Oh ja. 1 Grad. 1 Grad, aber mit dem Wind ist das noch ein bisschen kälter. Alles ist klitschnass, meine Schuhe sind nass. Deswegen packen wir jetzt ganz schnell ein und sind hier weg. Ja, hier rüber gehen wir. Da hinten hin müssen wir. Und anstatt diese Runde zu gehen, können wir abkürzen und einfach geradeaus durchgehen. Das wird auch interessant. Wir müssen hier über den gefrorenen See. Ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt, aber er knackt schon. Ich glaube, die Sonne ist nicht so gut. Ist nicht so auf unserer Seite. Ich hoffe, wir schaffen es rüber, ohne einzusinken. Wir müssen noch einmal um die Klippe da. Oh, oh, oh. Lass du das auch hier ein bisschen weiter rechts. Oh, oh, komm. Ja. Ich bin hier gestern noch lang gelaufen, das ist jetzt eigentlich nicht gefährlich, 100%. Guck mal. Du hast einen Riss gemacht. Geh mal weiter rechts. Ganz schnell weiter, weiter rechts, gefährlich. Oh, fuck, Alter. Hier knackt es. Oh, ich seh's. Geh rechts. Ja, ich hab richtig gesehen, wie das geknackt ist da. Aufregend! Aber! Ganz vorne! Oh fuck, oh fuck, oh fuck! Weiter, weiter, weiter! Weiter, 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 einfach weiter! Ja! Da ist die Klippe, wo wir den Ausrichtungsort hatten für den ganzen Park. Wir müssen jetzt nur noch darüber. Das heißt, wir müssen einmal straight über den See.
Wünsch uns Glück. Hier sieht man noch die Fußabdrücke. Wir haben es geschafft. Die Eisdecke ist ein bisschen unter uns eingebrochen, aber das war kurz vor knapp. Und wir haben es noch rüber geschafft, ohne wirklich nass zu werden. Nachdem wir es erfolgreich über den See geschafft haben, ist jetzt schon wieder eine Weile her, können wir hier jetzt über den Biberdamm, den unser Freund Herr Biber hier gemacht hat. Das ist der schöne Biberdamm. Jetzt nochmal hier rüber. Dann haben wir noch ein gutes Stückchen bis zum Auto. Was für ein Fazit ziehen wir aus dieser Expedition? Das nächste Mal, wenn es regnet und wir planen so etwas, sollten wir vielleicht einen Tarp einpacken. Das wäre mit am wichtigsten. So wie heute ist natürlich schön, so wie gestern ist kacke. Ein Tarp hilft dir in beiden Situationen. Ich glaube, das ist die nächste Anschaffung. Ansonsten haben wir es noch gut hingekriegt, oder? Ohne Probleme. Hat super funktioniert. Mit nassen Schuhen, nassen Socken, nasser Jacke und guter Laune beenden wir das Video für diese Woche. Und ich sehe euch im nächsten. Aktivier, abonniere, unterstütze mich. Und ich sehe euch im nächsten Video.